Bei ihrem ersten Wiesnbesuch leistete sich Lena Meyer-Landrup prompt einen Trachten Fauxpas. Doch zum Glück konnte sie auf die geschickten Hände von Lena Gerke zählen, opterte vom 22. September 2019, 21.07 Uhr. Irgendwann ist es ja bekanntlich immer das erste Mal, das gilt auch für Lena Meyer-Landrup und das Oktoberfest. Denn trotz ihrer 28 Jahre hat die Sängerin erst dieses Wochenende ihre Wiesn-Premiere gefeiert und dabei sichtlich Spaß. So ließ eine gut gelaunte Lena ihre Follower in ihrer Insta-Story quasi rund um die Uhr an diesem besonderen Tag teilhaben. Von den Vorbereitungen mit, Achtung, nicht wundern, Wasser über das Zurechtmachen im Hotelzimmer bis hin zum Gang ins Festzelt hat die Sängerin so gut wie jeden Schritt dokumentiert. Offensichtlich hat das Wiesnküken dabei inzwischen auch so einiges dazu gelernt, insbesondere was ein authentisches Volksfürst-Outfit angeht. Lena Meyer-Landrut trifft Prome-Kollegen auf der Wiesn und ist wohl um eine erkenntnisreiche, nachdem Lena ihr Dirndl nämlich zunächst nur mit ihrem Holz vor der Hücken, aber nicht mit einer traditionellen weißen Bluse ausgefüllt hatte, traf sie bei ihrem Oktoberfestbesuch Gott sei Dank auf den ein oder anderen Promi, der ihr offensichtlich Stühling Nachhilfe gegeben hat. So postete sich Lena vor dem Festzelt noch mit ihren berühmten Kollegen Kai Pflaume oder ihrer Namensvetterin Lena Gerke, die glücklicherweise auch die geborene Dasichnäherin und Schneiderin zu sein scheint. Daher konnte die eine Lena offensichtlich nämlich den Trachten Fauxpas der anderen wettmachen. Lena Gerke rettet das Wiesn-Outfit. Von Lena Meyer-Landrup servierten Blüschen von Lena Gerke, so lautet, wenn auch nicht ganz aussagekräftig, was womöglich der Feierstimmung geschuldet sein könnte, der Sticker-Kommentar in der Story der Sängerin, als plötzlich etwas Weißes unter ihrem beigefärbten Dirndl zu erkennen ist. So hat das Model der Sängerin doch tatsächlich mal im Handumdrehen eine passende Bluse gebastelt, wie der Wiesn-Neuling erklärt. Und wer weiß, vielleicht konnte die Oktoberfest-erprobte Blondine dem brünetten Wiesn-Neuling auch gleich noch vermitteln, dass es nicht unbedingt Wasser ist, das in den Festzelten literweise getrunken wird. Es scheint also, als hätten die beiden Lenas seit dem Oktoberfest nun neben ihren Namen auch eine nette kleine Anekdote gemeinsam. Lena Meyer-Landrut heute auf dem Oktoberfest, sie ist sehr, sehr aufgeregt, opterte vom 22. September 2019. Sie ist in München angekommen. Lena Meyer-Landrut wird ihre erste Wiesn erleben und ist offenbar sehr nervös. Auf Instagram meldete sie sich in ihrer Story und schrieb dazu Oktoberfest-Nervösität. In der Story posiert sie mit einer Freundin und ihrem Wasser und gibt an, dass sie sehr, sehr aufgeregt sind. Aus Vorbereitungsgründen würden sie nun sehr viel Wasser trinken. Andere Getränke würden sich da vielleicht besser anbieten, aber es ist ja Lenas erste Wiesn. Für welche Getränke man sich auf dem Oktoberfest so entscheidet, wird ihr bestimmt noch jemand erklären. Upterte vom 21. September 2019. Am Sonntag steht für Lena Meyer-Landrup der erste Wiesnbesuch ihres Lebens an. Mit Freunden und Family wird sie offenbar versuchen, sich doch noch mit dem Oktoberfestgetränk Nummer 1 anzufreunden. Auf Instagram outete sich die Sängerin nämlich als Nicht-Biertrinkerin. An Vorfreude scheint es jedenfalls nicht zu mangeln. Auf Instagram postete die 28-Jährige heute ein Foto, das sie in einem sexy Outfit zeigt und untertitelte es mit den Worten: Happy Samstag. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Happy Samstag, ein Beitrag geteilt von Lena, @Lena Meyer-Landrut, am 21.2019 um 1.29 Uhr PDT. Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich an ihrem morgigen Wiesentag ebenso glücklich präsentiert. Update vom 20. September 2019. Solange wie Lena Meyer-Landrut schon auf unseren Bildschirmen zu sehen ist, könnte
man glatt vergessen, dass die Sängerin erst 28 Jahre alt ist. Da gibt es natürlich noch einiges zu sehen und zu erleben in der Welt. Das Oktoberfest in München zum Beispiel. Zum ersten Mal wagt sich das in Hannover geborene Nordlicht-Lena auf das Volksfest im Süden. Auf ihrem Instagram-Account kündigte Lena Meyer-Landrut an, dass sie am Eröffnungswochenende zur Wiesn geht. Am Sonntag, den 22. September, wird sich die Musikerin auf dem Oktoberfest zeigen. Für besonders viel Gesprächsstoff sorgt Lena mit ihrer Einstellung zum beliebten Oktoberfestgetränk. Als Nicht-Biertrinker bezeichnet sich die 28-Jährige in ihrem Post. Sie habe versucht, sich mit dem Getränk anzufreunden. Das habe allerdings nicht so gut geklappt, schreibt sie. Zu lesen ist von Lena Meyer-Landrut's Bierversuch neben einem Foto eines Polaroids, das sie auf Instagram hochgeladen hat. Auf dem Foto schmiegt sich die Eurovision Song Contest-Gewinnerin an ein Ensemble aus gefüllten Bierkästen. Budweiser-Flaschen und Löschzwerge sind im Bild zu erkennen. Womöglich schmeckt Lena das Bier der Münchner Brauereien, das es auf dem Oktoberfest gibt, besser. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Ich als Nicht-Biertrinker gehe am Sonntag zum ersten Mal aufs Oktoberfest. Habe versucht, mich schon mal mit dem Getränk anzufreunden. Hat nicht so gut geklappt, aber Sonntag geht's um Friends und Family auf der @Adidas_Devisen. Auf dem Adidas Oktoberfest Anzeige ein Beitrag geteilt von Lena, @Lena Meyer-Landrut, am Sieg 19, 2019 um 8.20 Uhr PDT Lena Meyer-Landrut ohne Bier aber mit Turnschuhen auf der Wiesn. Dann hast du das falsche Bier getrunken, meint auch ein User unter dem Post.